wollen wir uns jetzt nochmal zum Abschluss anschauen, was das neue DLC von Jurassic World Evolution 2 zu bieten hat. Ich werde es hier gerade mal suchen. Mal gucken, wie lange die ganze Nummer geht. Das heißt, wie das Ding? Secret Species. Ist es aber neu oder gibt es das schon länger? Vor 2 Tagen erschienen. Okay. Hier vor 7 Stunden erschienen. Jurassic World 2 Secret Species Launch Trailer. PS4, PS5. Okay. Lasst uns da mal reinschauen. Man muss dem Spiel ja auf jeden Fall eins zugutehalten, dass Jurassic World Evolution 2 einfach immer noch Updates bekommt. Und immer noch DLCs. Ich finde das schon ganz cool. Ich würde mich auch langsam über ein Jurassic World Evolution 3 mal freuen, aber ich glaube, das wird erstmal noch nicht kommen. Weil Jurassic World auch erstmal zu Ende ist. Das würden nicht genug Leute dann, glaube ich, kaufen. Deswegen passt das schon so. Okay, lasst uns da mal reinschauen, was dieses neue DLC oder eben Update alles kann. Auf geht's. Experience a brave new frontier of scientific innovation. Oh, ich muss jetzt hier öfter auf Stopp drücken, einfach auch aus dem Grund, dass das Ganze auch auf YouTube landet und hier anscheinend Musik dahinter ist, deswegen muss ich jetzt hier mal öfter dazwischen quatschen. Gibt aber auch einige Punkte. Dieses Vieh hier, wie heißt das Ding? Rize, Steko, Saurus oder irgendwie so ein Kram. Das wird mir öfter mal geschickt, ob ich darüber mal ein Video machen könnte. Was findet ihr an dem Vieh so geil? Was ist an der Kombination so cool? Ich finde, der sieht ein bisschen unglücklich aus. Nee, das ist nicht der Spinoceratops. Hallo YouTube, ja genau, hallo YouTube. Das ist nicht der Spinoceratops. Der Spinoceratops hat doch das Segel vom Spino einfach auf dem Rücken. Das ist ja eine Mischung hier aus Stegosaurus und Triceratops. Stegoceratops müsste dann irgendwie sein oder so ein Kram. Stegoceratops, genau. Der leuchten kann jetzt auch. Der sieht aus, kennt ihr diese Actionfiguren, die es früher gegeben hat von Dinosauriern, die auch im Dunkeln leuchten konnten? So sieht er aus. Innovation. Der sieht wiederum ganz cool aus und erneut, ich mag die Kombination Pink und Schwarz. Pink und Dunkel, das sieht einfach cool aus. Bei Godzilla, aber jetzt auch bei dem Vieh hier, was auch immer das jetzt sein soll. Spinoraptorix oder so ein Kram. With species once only dreamt of, now made a reality. Ja. The Ankylotaurus, a hybrid of the great Diplodocus and the... Ah, die sind ja schon kreativ bei sowas, ne? Vom Design her könntest du mir auf jeden Fall jetzt verkaufen, dass das ein echter Dinosaurier gewesen ist. Und ich würde es glauben. The hardy Ankylosaurus, rivaling the largest to ever exist, its gargantuan... Die fangen automatisch an zu leuchten, sobald es dunkel wird, oder was? Das ist auch... Ey, es ist schon irgendwie ganz chillig. Armor plating and large club tail make this gentle giant a thundering presence in any park. The Stegoceratops, a sturdy combination of the three-horned Triceratops. Ja, wie gesagt, der sieht so ein bisschen zusammengepresst aus, so ein bisschen zu sehr erwurstet alles in einem. And the protective plates and spiked tail of the Stegoceratops. Aber da ist die Farbe wiederum cool bei dem hier. Saurus. Despite their intimidating and vivid appearance, these herbivores have been observed to be docile and highly social creatures. Eigentlich müsste, obwohl es mir nicht so sehr gefällt, obwohl wir jetzt einen neuen Jurassic-Film wohl bekommen, der das alles beiseite lassen wird, der keine Hybriden mehr großartig beschäftigen wird oder behandeln wird, müssten wir eigentlich trotz allem nochmal einen Jurassic-Film und eine Serie bekommen. Vielleicht ist es ja auch Chaos Theory, die sich sehr, sehr stark auf die Viecher hier fokussiert. Weil die gibt's ja eben jetzt auch in der Welt von Jurassic. Und irgendwie haben die was vom Design her. Die haben irgendwie, ich finde die gar nicht mal so schlecht. The Spinoraptor.
Der Spinoraptor. Geiler geht's eigentlich nicht mehr. Und dann noch dunkel und pink gemischt und die leuchten, das ist schon krass. Das ist schon geil. The speed, agility and intelligence of the Velociraptor, genetically improved with the power and ferocity of the Spinosaurus. Ja, ja, gut. Die sehen schon cool aus. Apex Predator hunts with sheer savagery, capable of bringing down even the largest of prey. In collaboration with... Stimmt, aber eigentlich wäre es cooler, wenn die noch ein bisschen größer gewesen wären. Dass sie auch noch die Größe vom Spinosaurus noch so ein bisschen mitgenommen hätten. Vielleicht noch irgendwie so auf Indominus, Quatsch, auf Indoraptor-Level gewesen wären. Besser als Indoraptor? Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Finde ich auch geiler. Das Vieh finde ich richtig cool. Our friends at Manticore, we're delighted to bring you this... Das passt schon wieder nicht, finde ich. Das ist dieser Spinoceratops, was ihr eben gerade geschrieben habt, ne? Das sieht wieder ein bisschen zu willkürlich zusammengewürfelt aus. Bloß nicht, sowas darf nicht existieren. Das ist für mich eine Vergewaltigung der Natur. Ian hatte vollkommen recht. Sehr schönes Zitat. Aber ihr gibt's ja trotzdem, ne? Ist ja trotzdem da jetzt. Spinoceratops. These shy and peaceful herbivores. Was google mal nach Spinosaurus. Der ist von Ankylosaurus gar nicht so weit weg. Und den gibt's wirklich oder ist auch ein Hybrid? We're adapted from Spinoceratops to thrive in frigid temperatures and flourish even in the harshest. Ich find's einfach lustig, dass alle Saurier sogar jetzt hier die Pflanzenfresser, sobald Spinosaurus drin ist, fressen die einfach Fisch. Ja. Aber macht irgendwo Sinn, ist also okay. Of winters. These radiant new additions to your park are sure to inspire. Kannst jetzt sogar die Hybriden hybridiger machen, indem die anfangen zu leuchten. Geil. Aber der hätte Gold leuchten müssen. Der hätte wirklich goldene Leuchtplatten haben müssen. Awe at the wonders of science and humility at the power of discovery. Aber ist das nicht so, ist das gerade nicht so ein Weihnachtsspecial gewesen? Kommt das nicht ein bisschen spät? Ich meine, 80% hier war eben gerade einfach im Schnee gewesen. Und die leuchten, wie an Weihnachten. Ist cool. Würde ich es mir holen? Ich bin mir nicht sicher. Je nachdem, was der Spaß kostet. Wie Godzilla Evolved, genau richtig, ja. Den finde ich ja auch sehr geil. Mal schauen, vielleicht hole ich mir das Ganze jetzt nicht irgendwie wieder 20-30 Euro kostet, nur für neue Skins. Hätte ich mir mal überlegen. Also. Ich sag immer, für einen Zehner sind mir so neue Skins, sind mir eigentlich wert. Das wird auf jeden Fall mehr als 10 Euro kosten, da bin ich mir ganz sicher. Ab 15 Euro muss ich dann schon mal gucken, ob das wirklich 15 Euro wert ist dafür, dass die jetzt leuchten können und dass die einfach zwei Designs zusammengepackt haben. Ich sehe das da immer ein bisschen spießiger. Naja. Sowas kommt mir nicht in den Parkpunkt. Macht ihr, wenn ihr wollt. Musst du ja auch nicht. Du kannst ja ruhig in der Vergangenheit festhängen bleiben und wir sind einfach die Zukunft. Wir leuchten. Hell. Im Dunkeln. Du nicht. So. Jurassic World ist neidisch auf Godzilla. Ey, so ein Godzilla, es gibt Mods, da kannst du auch Godzilla in den Park reinsetzen. Aber da fehlt noch so ein offizielles Godzilla-DLC, finde ich. Das wäre noch sehr witzig. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss mit heute. Making-of schieben wir nach hinten. Und mal gucken, ob ich morgen nochmal live bin. Ansonsten halt dann übermorgen und allerspätestens am Samstag Vormittag. Dass ihr dann da Bescheid wisst. Dann euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Halt, stopp, noch nicht, weggehen, ganz kurz, müssen wir es überprüfen. Hätte ich jetzt fast vergessen. Aber wir haben niemanden da zum Supporten. Von daher doch, wir sind raus für heute. Secret Species kostet 7,99. Das lohnt sich dann aber schon. 7,99 würde ich sagen, ja, kann man schon mal machen.